Ah, ja, mit Krypto wurde es wohl doch nicht. Und mein Lehrer hatte wohl recht. Mein Lehrer hatte recht, ich ende am Ende in diesem Laden. Naja, gehen wir mal rein. Und fangen mit dem Job an. 10 Erfahrungen, ey. Ist doch gar nicht mal schlecht. Es ist doch gar nicht schlecht, wenn man Türen öffnet. In einem Fastfood-Laden kriegt man Erfahrung. Okay, nur einmal. Schade. Rauchen verboten, alles klar. Also, willkommen bei Fast Food Simulator. Das ist der Prolog. Sobald das Spiel rauskommt, werden wir es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich spielen. Es sieht schon mal ganz cool aus. So, der Computer ist an. Nimm deine erste Bestellung. Benutzer, willkommen. Ist ja cool. Watcher? Hä? Okay, den ignorieren wir erstmal, den Kollegen. Was soll ich denn bestellen? Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall. Ich? Wie viel Geld habe ich denn? Warte mal, was soll ich bestellen? Das waren Rindfleisch-Patties, Burgerbrötchen und Burger, was? Ach, Burger-Einschlagpapier. Ach so, okay. Also ganz klassische Burger ohne alles. Habe ich noch drin, ja? Burgerbrötchen. Warte mal, wie viele Patties sind das denn jetzt? 18. Na gut, 24. Nehmen wir erstmal das hier und das Papier. Okay, und nun? Ich glaube, das sollte erstmal. Ach so, ich habe schon. Aha. Vielleicht sollte das erstmal reichen. Können wir immer noch was nachbestellen? Ich weiß nicht, wie schnell das kommt. Aber können wir irgendwie hier Einstellungen. Die Maus ein bisschen. Ja. Ja, schon angenehmer. Gut, was sind das hier? Ah, okay, verstehe. Gut. Ja, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich doch, mein Freund. Oh, ist aber cool. Mach einen coolen Eindruck, schau mal. Und die Papiere? Ach so. Ich verstehe. Da ist das Fleisch. Und das sind. Ach nee, das sind die Burger. Ja, klar. Gut. Danke, Bro. Kannst abhauen. So, legen Sie Rindfleischfrikadellen in die Burger. Frikadellenbehälter? Was? Von Rindfleisch-Patties? So. Warte mal. Leg die Rindfleischfrikadellen in den Burger-Frikadellenbehälter. Wo ist denn der? Ach so, Burger-Patty. Aber wie mache ich auf? Ach so, ja klar. Ups, sorry. Und wie legen wir die rein? Hä? Aber warte mal. Ah, ja, ich verstehe. Jetzt geht es, okay. Können wir die auch stapeln? Lassen wir direkt alle draußen, ne? Okay, ist leer. So, nehmen Sie Burger Patty Behälter und legen Sie das Rindfleisch auf die Grillplatte. Ich soll den ganzen Behälter nehmen, oder nicht? Stapel nehmen, nehmen. Aha. Dann hoffe ich mal, dass sie nicht verbrennen. So, gesehen bei Rindfleischpatty, Pfannenwender, nimm die Patties und Burger und schale in die Grillplatte. Okay, und nun? Sobald es 100 ist, dann drehen wir die, oder wie? Drehen. Nee. Ach so, aha. Sieht doch schon mal gut aus.
Okay. So, also dann nehmen Sie Burgerbehälter und legen Sie Rindfleisch auf. Ja, haben wir gemacht. Grillen Sie beide Seiten der Rindfleischpatties und in den. Mit einem Fallen, dann nehmen Sie Patties, Burgerpatties, Schale von der Grillplatte. Ich weiß nicht, ob wir uns sowas hier auslegen sollen. Ich glaube ja, ne? Kann man die auch hier rein? Nee. Warte mal. Das hier müssen die da draufhauen. Oh, die sind ein bisschen zu lang. Können wir die stapeln? Oh nein, können wir nicht. No. Verbrennen wir, oder? Gut, dann werden die ersten besonders knusprig. Boah. Müssen wir noch reinigen? Also, nimm die Burger, Einwegpapier und lege es auf. Hä? Die Brote? Okay, dann nicht. Ich halte mich nur an die Regeln. Aha, okay, ich verstehe. Also, die nehmen wir direkt aus der. Wenn ich die ganze Tüte nehme. Das können wir auch hier unten hinstellen. Zack. Warte mal. Aha. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch das System dahinter. Macht alles Sinn. So. Warte, mit dem Burger, ich lege so, lege die Burgerfrikadelle, wickeln sie ein. Alles klar. Einfach mit der Hand. Okay. Alles klar. Funktioniert doch ganz gut, aber warte mal. Was ist, wenn wir jetzt den so haben? Könnte man das dann auch machen? Nö. Okay, interagieren mit den was? Mit der Leuchtreklame und öffnen das Restaurant. Nee, ich sollte die erstmal alle fertig machen, oder? Mal, können wir die hier. So. Rote, mehr klar. Zack. Machen wir die erstmal alle fertig. Ich glaube, andersrum wäre es schlauer, ne? Egal. Beim nächsten Mal kein Ketchup, kein Senf, gar nichts. Alles klar. Will ich auch stapeln? Nee, ne? So, warte mal. Sollte man die aber nicht irgendwie in den Kühlschrank stellen oder so? Ich weiß es nicht. Nicht, dass sie schlecht werden. Vielleicht besser. Oh. Das können wir zurückpacken. Dann machen wir uns auf jeden Fall ein paar von den Dingern hier bereit. Mal, dann machen wir das anders. Okay. So, einmal das ganze Ding hier rüber. Dann geht es ein bisschen schneller. So, genau. Bald habe ich die Routine drin, keine Sorge. Das können wir erstmal zur Seite packen. Können wir die auch hier irgendwie hier drauf? Nee, ne? Das hier. Zutatenbehälter. Haben wir irgendwas, wo wir die lagern können? Hier? Das ist ja nur fürs Fleisch, oder?
Ich dachte, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz umschauen. Hier hätten wir noch einen Grill. Hier haben wir Soft. Die Eiscreme-Maschine, die wahrscheinlich nie funktionieren wird. Getränke. Oh. Nein, mach aus. Wir haben keine Ablage für die Burger, sonst hier oben. Oder, ach, warte mal, hier ist doch Ketchup und Senf. Gut, sollen wir nicht drauf machen, ne? Ist dann halt so. Gut. Dann sind die Burger wahrscheinlich kalt, aber was soll's. Das machen wir schon mal bereit für später. Okay, öffne das Restaurant, da machen wir das mal. Wir haben schon ein paar Burger vorbereitet. Warum nicht? Na gut, dann habe ich es doch irgendwie geschafft. Ich habe einen eigenen Laden wenigstens. Geben Sie dem Restaurant einen Namen. Wo denn? Fast Food. Slow Food. Ne, wir nennen uns Race. Race. Race Burger. Guter Name. Ah, da kommt schon der Erste. Hallo. Ein Moment, Sir. Sir. So, wie bediene ich den denn? Also, er will zwei Fleischstücke und ein. Hä? Haben wir irgendwie ein Tablett? Warte mal. Das ist irgendwie komisch. Gebe ich ihm dann das hier einfach drauflegen? Tablett zum Servieren? Haben wir nicht, oder? Ach doch, hier. Ah. Das funktioniert irgendwie nicht. Hallo. Ja, Moment. Ein Burger geht, aber. Hä, warum will der? Ach so, ein Burger. Ach so, ich verstehe. Mit zwei Fleischdinger und der will mit einem. Hier. Hat er bezahlt? Ich habe jetzt nicht aufs Geld geachtet. Der wollte doch einen Burger, oder? Hä? Müssen wir erstmal abkassieren, oder? Bestellung des Kunden. Wir können doch keine Brötchen hier einfach draufpacken. Hallo. Ich bin irgendwie verwirrt, Leute. So, Leute, ich weiß, was der Fehler war. Die Burger waren zu lange gebraten. Ich habe die jetzt so auf, hier seht ihr, 90, 90 ungefähr. So in diesen Bereichen. Da funktioniert es anscheinend ganz gut. Da habe ich nochmal getestet. Das war einfach das Problem. Das war einfach das Problem, Leute. Nichts Hey. anderes. Und ich dachte, es war erstmal so buggy oder irgendwie sowas. Naja. Also, Bestellung. Normalen Burger. Gut, haben wir da. Haben wir auf Vorrat. Aber wir haben leider nichts irgendwie zum Warmhalten oder so. Schauen wir einfach mal. Kriegt die gute Dame direkt ihren Burger. Instant. Bam. 95, warum nicht 100? Warum kriegen wir nicht 100? Leuchtet das denn so blau? Ich komme aggressiv Hallo. rein. Da kriegst du sofort. Meine Hübsche. Warum nur 79? Ach so, weil der Burger wahrscheinlich nicht so perfekt gebraten ist, ne? Ich Hallo. glaube, daran liegt es wohl. Naja. Ich hoffe, wir müssen auf jeden Fall bald wieder was braten, ne? Wir sollen uns auf jeden Fall mal so ein paar Tabletts hier bereitstellen. Ach so, da ist sie doch. Sehr schön. Sie ist glücklich. Wenn sie glücklich ist, bin ich's auch. Ich bin nur glücklich, wenn ich Geld kriege. Sind wir mal ehrlich. So. Hallo? Ja, Sir, einen Moment. Ich bin hier doch gerade am. Sehen Sie das nicht? Ich bin hier alleine. Normal. Oh, schöne Friese. Okay. Wisst ihr was? Wir machen das einmal so. Müssen auf jeden Fall gleich wieder ein bisschen was braten. Oh yeah! Schade, dass die nicht mit deren Begleitung teilen, ne? Naja. Die sind da anscheinend sehr gierig.
Die können wir einfach da hinlegen. Damit wir direkt bald die nächsten ready machen. Bestimmt kommt gleich der erste Double, oder? Hello. Ja, ich muss noch kurz was vorbereiten. Ich bin sofort da für dich, Süßer. Ich will auch nur normalen Perfekt. Das passt doch. Aber gleich haben wir gar keine Burger mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Wo ist er denn? Sehr schön. Es läuft doch, es läuft. Endlich haben wir den Dreh raus. Jetzt nur die goldene Frage. Sollen wir einen Doppel machen? Sollen wir noch Burger raten? Ich hätte die doch vorher braten sollen. Wir machen jetzt kurz den fertig. Hello. Er will auch einen normalen. Boah, Glück gehabt. Aber wenn es ein Doppel kommt, dann haben wir bald ein Problem. Ich weiß, warum ich die ganzen Tabletts esse habe, aber egal. Bitte schön. Keiner gerade da, sehr gut. Das heißt, wir können einmal schnell machen die so ein bisschen im Abstand, damit wir immer Zeit zum Drehen haben. Das war's. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Hello. Normalen Burger, alles klar, kriegt er. So, wir machen lieber safe. Ist mir sonst ein bisschen zu unsicher. Okay, Burger, Tablett. Ringen. Zu zweit wäre es natürlich ein bisschen besser, aber. So, so hier. Kriegen wir doch bestimmt hin. Oh, 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 oh. Nein! Oh, verdammt! Ich verbrenne, nicht verbrennen. Oh nein, sind welche verbrannt? Nein, Anwender. Ja, ich glaube, die sind alle verbrannt. Gut, das lief da nicht so gut. Müssen wir gleich gucken, welche wir noch benutzen können. Nicht so viele. Hey. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Naja, beide wollen wenigstens nur normalen. Ich hätte die nicht aus den Augen lassen sollen. Müssen die halt warten. Jetzt sind mir die Burger verbrannt. Naja, so ist nun mal das Leben, Leute. So ist nun mal das Leben. Wir müssen euch Fleisch bestellen. Wir haben nicht mehr genug. Und ein Level-Up habe ich. So. Ja, ob die die leicht angebrannten trotzdem nehmen? Ich weiß es nicht. Könnten sie ja versuchen. Und die anderen brutzeln immer noch. Könnt ihr auch Feuer fangen? Und wo werfen wir die weg? Ich glaube, wir können nur hier Müll wegwerfen, ne? Was willst du denn haben? Normalen. Kriegen wir doch irgendwie hin. Ich kann ja erstmal noch den guten geben. Lass uns wir da ein bisschen vor sich hin brutzeln. Was willst du? Ein Doppel. Wir haben ein bisschen Glück. Können wir erstmal noch 120. Der ist auch noch relativ gut. Naja, mal sehen. Kommt noch ganz gut an anscheinend. Die. Kann man die drehen? Alter. Sieht doch knusprig aus. Hallo. Dass man die nicht isst, kann ich verstehen. Können wir die auch so entsorgen? Okay, gut.
das war leider vom Timing her nicht so gut. Aber warte mal, wenn wir die jetzt drehen. Ich will mal ganz kurz schauen. Ja, man sieht, die Farbe ist ein bisschen anders, ne? Ich würde sagen, es ist doch okay. Kann man noch essen? Ein Doppel. Ja, die Stunde der Wahrheit. Können wir den einen geben, der noch relativ gut ist? Nein, leider nicht. Na dann, hau mal rein, Bro. Oh, nein. Super. Ich würde das nicht merken. Ups. Mein Fehler. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Verbrannt und... Warte mal. Da habe ich irgendwie zu schnell gedrückt. Was willst du denn haben, normalen? Okay. Brote, Brote, Brötchen, Burgerbrote. Wir müssen mehr bestellen. Wir müssen... Boah, warum kriege ich nicht mehr Geld? Muss ich noch irgendwie abkassieren? Warte mal. Ah, jetzt haben wir das falsch gemacht. Egal. Passt schon. Dann machen wir es halt so. Wo ist sie? Tisch Nummer 16. Ach, da ist sie ja. Ganz allein. Allein. Na gut, sobald er ein bisschen verbrannt ist, will den keiner haben. Das ist schlecht. Wir haben keine Burger mehr. Wir haben leider keine Burger mehr. Schließen wir den Laden, oder? Gut, Tagende. Ich will nach Hause. Ich habe die Schnauze voll. Alles klar. Bin Mius Fino. Wir haben kein Geld bekommen. Wir haben kein Geld. Warte mal. Haben die alle umsonst Burger gegessen und manche haben sich noch beschwert? Hä? Ich habe die nicht abkassiert, oder wie? Das ist schlecht. Da hätte ich irgendwie... Ach so, ich... Ach, hier liegt das Geld. So. Ganz oldschool. Stehe. Aha, okay, ich begreife es. Ach, warte mal, wir könnten doch den hier machen. Den hier. Nee. Ich kann es nicht mehr ablegen. Jetzt schon. Ach, keine Ahnung. Ach so, das ganze Geld liegt hier einfach rum. Mit den Tabletts. Hätte mir das nicht einer vorher sagen können. Okay, alles ist clean. Ne, da hinten ist noch was. Ich glaube, ist voll, ne? Sollte ich so machen. Ja gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall eine größere Bestellung. Dann brate ich schon mal ein paar mehr Burger vor. Gucke, dass die wirklich gut sind. Warte mal. Papier. Papier. Das hier braucht ein neues Papier. Das ist nämlich... Ach, wir haben hier einen Müll... Ah, wir haben hier einen Mülleimer. Okay. Gut. Also. Wir brauchen unbedingt... Immer so viele, dann nehmen wir mal so. Ach so. Ja, dürfen wir nicht. Ach nein, die Burgertücher. Okay, verstehe. Zweimal Ketchup vielleicht. Machen wir mal so. Okay. Da muss ich mir nur merken, welche mit Ketchup sind, welche ohne Ketchup sind. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir klarkommen. Der Lieferant, der kommt gleich. Wir können ja schon mal die hier.
ready machen. Dann machen wir die Dinger hier auch ready. Ja, ja, einen Moment. Uno momento, por favor. So. Jetzt erstmal auf dem Boden, damit der... So, die müssen wir einzeln nehmen. Ganz schön viele, ne? Na gut, machen wir mal. Einfach hier auf dem Boden. Hauptsache, das Gesundheitsamt sieht das nicht. Dann ist es mir egal. Warte mal. Sind das Riesen... Achso, ich dachte schon. Ich dachte schon, das sind Riesendinger voll Ketchup. So. Ist auch groß, aber das sah irgendwie wie so ein ultra riesiges Fach aus. Kann leider nicht zwei oder so stapeln. Ja, warte mal. Bisschen schwach. Muss man schon sagen. Bisschen schwach, der Dude. Aber gut. So, kannst abhauen. Jo. Also, dann können wir die hier schön nach hinten setzen. Zack. Damit wir auch genug von denen dann da haben. Ja, so ist doch gut. Okay. Fleisch. Weg damit. Dann machen wir mal den Kühlschrank auf. Bevor die schlecht werden, kommen die hier unten rein. Tiefgefroren. Tiefkühler haben wir nicht, ne? Oder ist das ultra kalt hier? Ich hoffe, die werden morgen nicht schlecht. Wir werden sehen. Ketchup, der kann, glaube ich, draußen stehen bleiben, oder? Denke ich mal. Gehe ich mal stark von aus. Da müssen wir gleich gucken, wie wir den öffnen. So. Alles klar. Oh, jetzt bleibt so offen. Ja, warte mal. Egal, wir stellen es mal nicht im Kühlschrank, einfach testweise, damit wir dann in Zukunft sehen, wie das so ist. So, dann stellen wir schon mal die nächsten bereit. Alright, dann würde ich sagen, wird wieder Burger gebraten, ne? So, wir machen die wieder mit ein bisschen so Abstand. Na, hallo, sitzt. Ja, danke. Ah, vielleicht hätten wir es nicht machen sollen. Ja, setz den doch. Oh, 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 oh. Das war kritisch. Komm, 90% ist auch in Ordnung. Nein. Ich glaube, die anderen hätte ich lieber nicht draufwerfen sollen, die letzten drei. Okay. Ich brauche schnell ein Dingens. Vor dem Jahr. Nochmal Glück gehabt. Das lief doch ganz gut. Also,
Können wir jetzt ein paar. Oh, das ist schon ein bisschen. Ich glaube, das geht aber noch, ne? Gut, drauf da. Wir machen jetzt erstmal ein paar normale. Obwohl, warte mal, wir wissen nicht, ob die die hinterher mit Ketchup haben wollen. Also, wir können die erstmal schon mal so einreihen. Obwohl, warte mal, wir können den ganzen Stapel einmal rübernehmen. Zack. Die sind hier ganz clever. Deswegen hauen wir die einmal bam so drauf. Nein, das wollte ich nicht machen. Werfen wir kurz den Müll weg. Zack, zack. Und dann öffnen wir den Laden und dann können wir die ja so zubereiten, wie die es gerne haben wollen. Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall schon mal eine ganze Reihe. Aber warte mal, können wir auch schon mal bereitlegen. So, eine ganze Reihe mit normalen. Brauchen wir schon mal zwei Doppel. Für den Fall der Fälle. Hallo? So, was will er denn haben? Er will einfach normalen. Sehr schön. Hallo? Uno momento. Ich bin leider alleine. Zwei normale, okay, gut. Da haben wir nochmal Glück gehabt. So, Ladies first. Und Mans hinterher. Oder irgendwie sowas. Und teilst du nicht? Warum gibst du nicht einen Burger aus, den armen Jungen? Naja. Oh, Officer. Hallo? Ja klar. Burger ohne alles. Einpacken. Danke. So. Gut, soweit so gut, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir später nochmal was braten müssen. Wir müssen ja nicht auch alles komplett vollhauen. Ist das ein bisschen mehr safe? Ich glaube, die hauen auch nicht direkt ab. Lassen wir die erstmal so. Wer weiß. Wir hätten noch zwei Doppelte im Angebot. Aha, mit Ketchup. Okay. Dann furz es mal drauf. Bamsen. Achso, oh, warte mal. Ich muss auch annehmen. Bevor die mir abhaut. So. Ja, läuft doch. Es läuft gut. Es läuft besser als gedacht. Die will dreimal Ketchup. Alter. Die hat es aber nötig. Deswegen, wir sollten ein paar, kann man so ready machen, aber manche sind ja echt individuell. Deswegen sollten wir vielleicht immer, so wie wir es jetzt machen, ein paar offen lassen. Wo ist sie denn? Achso, da. Der kleine Gauner hier. Packen wir erstmal hier hin. Hallo. Aber ich glaube, Mitarbeiter können wir leider nicht einstellen, oder? Einmal Ketchup. Das wäre cool, wenn wir einen hätten, der für uns das Fleisch brät. Das wäre schon mal ultra hilfreich. Ich guck mal gleich am Computer, vielleicht geht das ja. Hier. Ist ja eh gerade keiner da.
Machen wir mal Lucky Lucky. Verwaltung. Verwaltung ist noch nicht aktiv. The Watcher auch noch nicht. Okay. Ist ja auch nur der Prolog. Normalen Burger. Der gefällt mir. Gerade hingesetzt und bam. So, irgendwelche Tische zum Abräumen. Ja, da hinten. Einen guten alten Policeman. Sonst sind alle clean, ne? Gut. Ah. Der will auch einen Doppelten, oder? Nö, aber auch dreimal Ketchup, Alter. Aber wie viel kostet das mit dreimal Ketchup? 14 Dollar. Alter. Bin ich ein Scammer. Können wir auch eigentlich einen Burger nur mit Ketchup machen? Ich lass lieber. Ja, es läuft doch. Endlich läuft es, Leute. So, Herr Schnösel. Da sind sie. Oh yeah! Dass die Leute das noch nicht selber wegräumen können, ne? Okay, es sieht alles gut aus. So, Ma'am, was wollen Sie denn haben? Normal. Okay, ich glaube, ich muss bald wieder ein bisschen was braten. Noch ist es okay. Aber die Frage ist, wie lange? So. Weg mit dem Kram. Hallo. Auch nochmal. Ja gut, jetzt geht's mir langsam aus. Wir können das Fleisch auch hier runternehmen. Okay, gut. Dann ist es kein Problem. Bretter, klar. Tabletts. Mach mal ein paar bereit. Hier ist Sir. Sind alle noch am Mampfen? Legen wir trotzdem nochmal hier eins hin und hier kommt schon die nächste. Gut. Machen wir mal eben. Hallo. Ja, ja, einen Moment. Ich will ein bisschen was vorbereiten. Normal, ja, wir müssen das Fleisch runternehmen. Sieht hier keiner. Ich weiß es ja nicht. Was sie nicht weiß, kann sie auch nicht stören. Gut, es läuft, es läuft. Langsam läuft es doch sehr gut. So. Hello. Zweimal Ketchup. Zweimal Ketchupi. Und wir haben bald zu. Das heißt, wir haben den Tag eigentlich ganz gut überstanden, ne? Aber wo ist sie denn? Hä? Achso, hier. Ah, ich dachte schon. Okay. Dreimal Ketchup, Alter. Die Leute manchmal. Naja. So ein Smackery Doodle. Hätte ich erstmal annehmen sollen, egal. Ja. Popularität. Also der Laden, der langsam wird der populärer, aber nur langsam. Hallo. Ja, Moment, ich will einmal kurz aufräumen. Verehrte Dame. Ich will zweimal Ketchup und dann müsste ich, das ist der letzte Burger, den ich habe, sonst müsste ich gleich noch schnell was braten. Das
könnte sonst kritisch werden. Aber wir haben jetzt eigentlich zu, ne? Sollte ich auch auf geschlossen stellen. Dann haben wir den Tag gut überstanden. Dann muss ich auch nichts mehr braten. Dann passt es. Derzeit können wir aufräumen. Kann ich auch ein paar vorbraten für den nächsten Tag? Sind die dann noch gut? Ich kann sie mal testen mit einem. Wir haben eh noch ein Brötchen hier liegen. Die sollten wir lieber reinräumen, ne? Testen es einfach mal. Ich will die schon mal so bereit haben hier. So, den versuchen wir mal perfekt auf 100 zu machen. Alter, das wird ein perfekter Burger. Wer den bekommt, der wird glücklich sein. Und müssen wir den dann in den Kühlschrank stellen? Kühlschrank oder draußen lassen? Sollen wir beides machen? Einmal einen für den Kühlschrank und einmal einen draußen. Einfach mal, um zu sehen, was dann passiert. Ob der schlecht wird? I don't know. Muss man mal testen. Das ist einfach der perfekte Burger. Können wir den einfach so reinlegen? Okay. Bis morgen. Aber wir könnten noch rein theoretisch, warte mal. Machen trotzdem nochmal zwei. Komm. Ich muss einmal alle Möglichkeiten durchtesten. Obwohl, die einen wollte ich hier aufs Blech legen. Das müssen wir jetzt noch schnell machen. So viel Zeit muss sein. Das können wir hier einfüllen. So viel Zeit muss sein, Leute. Oh, die müssen ja nicht perfekt sein. Wir können es versuchen einigermaßen perfekt, aber... Ah, nee. Den habe ich jetzt verhauen. Na gut. Halb so wild. Ist noch akzeptabel. Ich bin mal gespannt. Ob wenn wir die dann... Am nächsten Tag dann, ob die dann gut sind, wenn wir den draußen lassen, im Kühlschrank oder auf dem Tablett, das genauso funktioniert. Eigentlich hätte ich noch einen testen müssen, aber egal. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. We will see. Mal, wir brauchen den hier eh nicht, dann haue ich den Spachtel hier hin. So, den lassen wir einfach, ups, den vergessen wir hier. Und den hier. Wir packen den mal in den Kühlschrank. Falls es doch schlecht wird. Und beenden jetzt einfach mal den Tag. Und schauen einfach mal. Wir haben überall aufgeräumt. Ah ne, noch nicht. Uno Momento. Dann haben wir aber alle. Alles klar. Auf zum Auto. Perfekt. Lief doch ganz gut. Und wir haben sogar neue Ware. Salat und Softdrinks jetzt. Und wir haben noch ganz viel im Lager drin. Ist doch schon mal ganz nice. Jetzt will ich noch einmal ganz kurz schauen, bevor wir die Folge hier beenden, ob das wirklich schlecht wird, vergammelt ist. Das, was hier steht, ist weg. Der Burger ist auch weg. Was im Kühlschrank ist, ist auch weg. Gut. Haben wir daraus gelernt. Das heißt, alles, was gebraten ist, sollte dann wirklich, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.